Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 2. Wir sind auf Omega, haben da den Auftrag von Arya erledigt, haben dem Patriarchen quasi das Leben gerettet und jetzt, ihr Lieben, geht's zurück auf die Normandy und in der Normandy, beziehungsweise, nein, dann werden wir erstmal genau, wir werden diesen Auftrag, den wir vom, ich denke mal, vom Unbekannten haben, nämlich, spricht da irgendwer? Das war mir gerade so, als hätte hier jemand irgendwie geflüstert. Naja, okay. Wir wollen zur Normandy, weil wir wollen jetzt diesen Auftrag machen, den wir vom Unbekannten haben. Wir sollen da irgendeinen Cerberus-Agenten sollen wir retten. Oder aber, falls wir ihn nicht retten können, sollen wir die Daten sichern. Das werden wir machen und dann mal gucken, wie lange die Mission geht. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir noch mal eine große Gesprächsrunde machen. Und dann werden wir mal schauen, wie es so weitergeht. Ne? Das ist doch immerhin ein Plan. So, demnächst sollten wir auch mit dem Planetenscannen anfangen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie dieser Quest heißt. So, ja, der Preis der Rache, das machen wir auch noch. Schmuggellager, verschollener. Genau, verschollener Agent, Agenten retten. Dringen Sie in die Eclipse-Basis auf dem Planeten Lorek im Omega-Nebel ein und retten Sie. Okay, also dann fliegen wir zum Omega-Nebel, da sind wir ja sowieso. Nach Farek. Gut, dann werden wir mal schauen, wo das ist. Und dann werden wir erstmal, genau, von unserer großen, fetten Qualle wegfahren. Da müssen wir rüber. Genau. Dann fliegen wir mal dahin. Ich werde hier irgendwann mal eine große Scan... Wir haben zu wenig Treibstoff, um das System mit unseren normalen Triebwerken zu verlassen. Ach Mensch. Also gut, dann gehen wir erstmal tanken. Können wir auch Sonden kaufen? Genau, wenn wir scannen müssen. Können wir irgendwann mal Sonden kaufen, Treibstoff kaufen. Okay, das ist nicht viel, 1000. Naja, danke Edi, dass du mich gewarnt hast, weil ich wäre jetzt mal gleich ins Nichts geflogen. Fatah, so, wie geht's auf diese Basis? Papa, da müssen wir hinfliegen, genau. System anfliegen, ich bin mal gespannt, was das an... Da hat es kleine Planeten. Dann scannen wir mal eine Runde. Unerforscht. Umlaufbahn anfliegen. Scanner starten. Oh, da gibt es... Wir haben so ein bisschen... Nee, das mache ich später ohne euch, Leute, weil das ist wirklich... Das ist... Ja. Wir gucken nur, dass wir jetzt hier diese Quest erledigen und dann scanne ich ohne euch. Komm her. Unerforscht. Umlaufbahn anfliegen. Irgendwo muss ich das doch... Ich habe eine Anomalie geortet. Okay. Dann werden wir mal... Und auch da... Anomalie geortet. Abgebrochen bei Analysepunkt ACO 655321. Da müssen wir hin. Status des Systemanwenders unbekannt. Okay. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACO. Okay, dann fliegen wir mal dahin, ihr Lieben. Bei Forschung auf unseren Sensoren wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Ja, wir werden das auch schon holen, keine Sorge. Aber jetzt werden wir erstmal zuallererst gucken, was uns da an Auftrag erwartet, weil wie gesagt, wir müssen diesen Agenten retten. Und das Rohstoffscannen, das mache ich ohne euch, weil das ist wirklich, ja, auf die Dauer öde. So, wen nehmen wir denn mit? Ich hätte ja immer gerne einen dabei, der biotisch kann. Morden. Ja, komm, wir nehmen dich mit. Das hat mir gut gefallen, du mit deinem Eis... Deine Eisbiotik hast du ja auch. So, mal gucken. Ja, aber da werden wir erst noch ein bisschen sammeln. Genau. Was haben wir denn hier an Waffen? Dein Granatwerfer, den finde ich ziemlich gut. Mirinda, du hast auch mal diese Handkanone. Morden, ja. Ich denke, dass wir das einfach so lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Dass da ein Cerberus-Agent von irgendjemandem gefangen genommen wird, finde ich schon sehr ungewöhnlich, wenn ich ehrlich bin. Okay, genau, wir machen erstmal Eis. Oh, wir haben bloß 3. Ah, raffiniertes Palladium nehmen wir mit. Wo ist es? Da? Mehr? Sonst noch irgendwas? Nicht Palladium, sondern Platin. Naja, ist aber auch egal. Dann gucken wir uns nochmal um, dass wir hier auch ja nichts vergessen. Speichern mal so eine Runde dazwischen. Da geht's rein. Ist hier noch irgendwas, was wir finden können? Nein, okay. Also dann. Gestohlene Daten beschaffen. Oh, sie haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Mein
komm her. Dann, genau. Ups, ups. Oh, da ist noch einer. Komm mal her. Genau, mach du mal deinen Eiszauber, bevor ich hier hinüber bin. Komm her. Oh, jetzt muss ich nachladen. Komm her. So, da ist noch einer. Das wird sie umwerfen. Komm, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, komm schon. Yes, ach, ich liebe diese Handkanone. Die ist wirklich toll. Und da sind noch mehr. Ups. Oder... Komm her. Ah, eine Asari mal wieder. Oh, das sind dann doch relativ viele. Muss ich sagen. Komm, mach du mal wieder einen Feuerzauberfreund. Und ich werde mich mal mit dieser Asari beschäftigen. Komm her. Komm her. Und mach mal meine Barriere. Wo bist du? Oh Mann. Eclipse auf ewig. Wo ist denn das Vibe jetzt? Ich habe den Kontakt verloren. Du hast den Kontakt verloren, auch schön. Komm du mal, oh. Ich habe sie nicht mehr auf dem Schirm. Okay, ich glaube, ich muss dann doch da ein bisschen rein. Und erstmal diese Frontkämpferin hier erledigen. So, okay. Oh, jetzt, verdammt, jetzt habe ich wieder keine. Nein, das ist das Falsche. Komm her. Oh, wir nehmen halt die Schrot. Okay. Da sind wieder alle da. Dann haben wir das wohl jetzt. Das war nicht gerade ein Heldenstück. Egal. Finde ich irgendwo Munition für meine Handkanone. Mir gefällt diese Waffe unglaublich gut. Gefängniszugang umgehen. Sind da noch irgendwo irgendwelche Dinge, die man finden kann? Oh, Wandsafe. Jetzt haben wir erstmal hier ein Medikit. Genau. So, und dann starten wir das Umgehen. Dann gibt es wieder Kohle. Bam, bam. Dup, dup. Und yes, 3750. Wunderbar. Kohle kann man nie genug haben, finde ich. Weil wer weiß, was wir noch so kaufen müssen. Obwohl, es gibt hier nicht allzu viele Händler. Also ich fand, die drei Händler, die wir da hatten auf Orion, das war ja, Omega, das war ja jetzt nicht ganz so, wie soll ich sagen, so fürchterlich viel, was man da kaufen konnte. ID des Subjekts. Eclipsed hat Agent Rawlings schon seit einiger Zeit im Visier. Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, die wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus am Rachni-Experimenten. Wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipsed für die Entschlüsselung Jahre brauchen. Okay, Subjekt gefangen genommen. Es war eine schwierige Aufgabe, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffes mit Kurs Richtung Attika-Traverse auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffs lange genug blockieren, um Agent Rawlings zu übernehmen. Wir haben dabei zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Subjekt verhört. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbietung unserer modernsten Techniken ist es Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicher Methoden zeigte sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Agent Rawlings zur Erhitzung der Gemüter und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Okay. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unserer Hand sind, stellt allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Wer schreibt da? Tja. Wer schreibt da? Immer schön gucken, dass ich mein Eis habe. So, und dann umgehen wir mal die hier Starte umgehen. Oh Mann. Oh, bam, bam, bam. So, dann umgehen wir diesen Schaltkreis. Aber ich weiß zwar nicht, was wir in der Gefängniszelle sollen, weil der ist ja nun tot. Okay, gut. Das kommt jetzt gerade recht. Ah, da kommen Feinde. Und ich habe eine schlechte Position. Wo kommen die denn her? Nur mal gucken, wo die herkommen. Na, von da vorne kommen welche. Komm her. Da ist noch einer. Komm noch ein Stückchen vor.
Komm her. Und nach vorne. Sonst treffen wir ja niemanden. Geh in Deckung. Komm her. Oh, oh, da kommt schon wieder. Maul, wer bist denn du? So, komm mal her. Komm mal her. Oh, oh, geh in Deckung. Geh in Deckung. Komm her. Oh, nee, 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 nee. Komm her, Maul, wer immer du bist. Du bist der Leader of the Band, vermute ich mal, ne? Okay, nachladen. Komm her, dich haben wir. Wo ist der Maul jetzt? Nee, 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 so leicht fackelst du mich nicht ab. Komm her. Na los. Komm her, komm, 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 komm. Upsala. Und schön nachladen, ja. Komm her. Oh, ich hätte gern die Handkanone wieder, aber ich habe keine Muni. Naja, egal. So wird der Mensch auch zu Eis. Obwohl es ja kein Mensch ist, sondern ein Salarianer, glaube ich. Hier ist Morden. Ich glaube, den haben wir alle, oder? Okay. Die Sicherheitsloks, die haben wir ja jetzt schon. Sammeln wir mal hier die Muni ein. Ich weiß gar nicht, wieso wir eigentlich diese Dings aufgemacht haben. Diese... Na, sag's mir. Komm, nimm die nächste Waffe. Vielleicht sollte ich es einfach mit dem Dings machen. Wir laden mal nach. Ah, da findet man wieder Zeug. Sehr schön. Her damit, her damit. Wo ist es? Öffnen. Gut. Und da können wir nirgends rein. Sonst noch irgendwas? Lass schauen. Nee, sieht mir nicht so aus. So. Jetzt können wir ja eigentlich bloß noch die Leiche abholen, oder? Ich speichere mal nicht, dass da noch mehr kommen. Tür. Da können wir die auch wieder umgehen. Ich denke mal, dann sind wir jetzt wohl wahrscheinlich dann in einem Verhörraum. Oh Mann. Komm her. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Na, also siehste. So, ich vermute mal, dass wir jetzt die Leiche finden, oder? Ja, da liegt er, denke ich mal. Tja, mein Freund. Ah, nochmal Datenlogs, wunderbar. Dann haben wir jetzt erst das Zeug vollständig. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangengenommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Wunderbar, das übermitteln wir an die Allianz. Daten an das Allianz-Oberkommando übermittelt. Genau, da wird der, ne, da wird bestimmt einer ganz fürchterlich sauer sein, nämlich er. Aber das ist mir mal gerade egal. Okay, gut. Also die Mission war jetzt relativ schnell erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt doch ein bisschen gemeinsam scannen, weil dann da wieder hinzufliegen nachher. Also so ein bisschen kann ich euch mit dem Scannen ja, glaube ich, quälen. Oder sollen wir erst woanders hinfliegen? Ach nee, das kostet mich wieder so viel Treibstoff, Leute. Wir scannen. Genau. Oh, komm, komm. Ja, na, wunderbar. Starte Sonde. Yes. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Komm. Los. Ja, komm her. Ein bisschen Palladium. Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Das ist ja gut. Es ist ja recht, Edi. Sonde unterwegs. 30 Sonden haben wir, also da werden wir vielleicht gar nicht so furchtbar viel jetzt finden, scannen können. Mal gucken, ob die uns reichen. So. Ah, her damit. Sonde unterwegs. Her damit. Doch egal. Jetzt bist du bloß noch Mittel. Ah, okay. Oh, los geht's. Starte Sonde. Noch ein bisschen Iridium wäre nicht schlecht. Komm her. Ja, sprach im Tasch, aber das ist jetzt wohl nicht allzu viel. Denke ich mir mal so. Was ich mag dabei ist die Musik, die gefällt mir einfach unheimlich gut. Ich finde auch bei Mass Effect 2 ebenso wie bei Mass Effect 1 ist das also wirklich das Spiel unterwegs. Mit
der mit am besten musikalischen Untermalung, das ich kenne. Du hast noch 18 Sonden. Oh, komm her. Da. Oh ja, her damit. Sonde unterwegs. Okay. Gut, dann soll's das jetzt erstmal. Genau. Dann reicht uns das erstmal. Ich denke, dass wir jetzt tatsächlich. Pass auf. Genau, wir machen jetzt noch eine Laberrunde mit unseren Leuten. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, guck ich dann gleich. Wir werden jetzt noch mal uns eine Runde unterhalten. Mal gucken, was uns der Jacob mittlerweile zu berichten hat. Hallo, Jacob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hast du noch Upgrades für mich? Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Okay. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wow. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Gut zu wissen. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Oh Mann. Sie zögern, Jacob. Bringen meine Fragen Sie in Verlegenheit? Das ist doch Ihre Absicht. Tut mir leid, es war eine Art Reflex. Bei Cerberus wird man schnell ziemlich misstrauisch. Ach komm schon. Ich mag Sie, Shepard. Lassen Sie uns reden. Dann sehen wir schon, wohin es führt. Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Oh, Sie sind Single. Es wartet also in keinem Hafen eine Mrs. Taylor, Jacob? Das überrascht mich. Muss es nicht. Es ist einfacher so. Cerberus hält einen ständig in Bewegung und 2 Jahre lang unter strenger Beobachtung. Aber es ist ganz sicher nicht der schlechteste Job. Worauf wollen Sie hinaus? Wissen Sie, ob Sie frei sind? Sie und Miranda, war da was? Kann ich mit dem jetzt flirten, mit dem Jacob? Kann ich mit dem Jacob flirten? Ich wollte nur sicher gehen, dass mir niemand den Hintern wegschießt, wenn ich bei Ihnen einen Annäherungsversuch mache. Also, das habe ich nicht erwartet, Commander. Oh Gott. Ich habe Sie nie so angesehen. Das ist aber doof. Ich meine, natürlich habe ich Sie angesehen, aber nicht wirklich ernsthaft. Höchstens als Möglichkeit, die ich aber nie erwogen hätte. Okay. Ich klinge wie ein Idiot. Du klingst überrascht. Ich meine eigentlich, dass ich werde durch so etwas keine Unruhe aufs Schiff bringen. Okay, wunderbar. Ja dann, Jacob, ich meine, du bist wirklich ein Süßer, aber dann machen wir halt Freundschaft. Das ergibt Sinn. Ich will es auch nicht unnötig schwierig machen. Das ist mir recht, Commander. Ich habe keine Altlasten an Bord gebracht und will mir hier auch keine aufbauen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Genau. So. Haben wir ihm einen Korb gegeben? Das ist eigentlich fies, obwohl, naja, gut. Dann gehen wir ins Tech-Labor und werden mal gucken, was gibt's denn bei dir Neues, Morden? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Na schön. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Okay. Was hat die Special Task Group mit der Krogana Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Krogana-Population stieg schneller an als erwartet. Krogana passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Och Mensch, was mache ich denn? Genophage ja, wie jede andere gut. natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. War womöglich keine Anpassung? Das sind gute Nachrichten. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Genophage war ein schrecklicher Fehler. Sie hätte die Kroganer und ihre Kultur beinahe ausgelöscht. Jetzt haben sie eine Chance, sich davon zu erholen. Naive Ansicht. Kroganer zu gefährlich, um ihnen unkontrollierte Geburtenrate zuzugestehen. Siehe kroganische Rebellionen. Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker.
Erstellten neue Version der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Tja. Diese Geschichte, wie ich zu dieser Kroganer-Genophage stehe, ist mir immer noch nicht so klar. Okay. Wie haben Sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Oh Mann, oh Mann. Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben Sie sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Okay. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Tja, Sie haben das Richtige getan, Sie haben falsch gehandelt. Ich glaube, dass ich mir das noch offen halte. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Mordin. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Sie sollten wissen, dass ich bereit bin, das Notwendige zu tun. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, okay. Wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das Wunderbar. Dauert eine Weile. Ja, dann sprechen wir das nächste Mal weiter. Tja, diese ganze Genophagen-Geschichte, das ist so etwas, wo ich einfach noch total unentschlossen bin, wie ich das finden soll. Weil einerseits sind die Kroganer ja eine große Gefahr für die Galaxie. Obwohl sie mir persönlich sehr sympathisch sind, allein schon wegen den Stimmen. Mannschaftsquartiere, genau. Mit Miranda müssten wir mal reden. Ich glaube, mit Garrus, da wird es jetzt nicht viel Neues geben. Also gehen wir gerade mal zu Miranda. Und dann werden wir noch zu Said gehen. Mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht. Und dann machen wir mal dem seine Mission. So, Miranda, gibt's Neues? Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Okay. Zurück Gut. an die Arbeit. Ja. Natürlich, Commander. Das ist auch lustig, ne? Die kriegt quasi einen Gesprächskorb von der Miranda und sagt dann zurück an die Arbeit. Ja, tja, okay, so, Maschinendeck. Wenn wir mal den Said suchen. Wo bist du nur? Da hinten, glaube ich. Weil da war ursprünglich ja, genau, Überwachung benutzen. Ach, guck an. Schau mal einer an. Da kann ich das ganze Schiff angucken. Naja, gut, okay. Schiffsmodell. Gewehr. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Ah ja, okay. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Okay. Dann Schiffsmodell? Ach ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe meine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben es geschafft. Außer mir sind alle gefallen. Hab also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt. Aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Kann ich jetzt mit dir reden? Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Okay. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Na ja, dann erzähl mal. Sie kennen Archangel also von früher? Ach so, okay. Also so richtig reden kann ich mit dir nicht. Ich kannte viele, die den Auftrag angenommen haben, das Schwein zu töten. Ich hab's nie verstanden. Er und ich, wir hatten dasselbe Ziel. Okay. Viele tote Söldner. Aber ein verdammt guter Scharfschütze. Okay, ja. Und er hat überlebt, obwohl ihn die ganzen Omega-Söldner gejagt haben. Keine leichte Sache. Ja.
Hast du sonst was zu sagen? Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Zu zählen oder zu schießen? Naja, Ihr egal. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung. Weiß ich nicht. Außerdem ist es nicht mein Unbekannter. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Ja, ist ja gut. Okay. Bloodpack-Helm? Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesag abgenommen. Okay. Also mit dem kann man offensichtlich nicht allzu viel reden, darum verlasse ich ihn jetzt auch einfach. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Ja, tschüss. War. Tschüss. So, dann gehen wir mal ins Quartier des Captains und rufen da mal unsere privaten Nachrichten ab. Da gibt es ja neue. Ungelesene Nachrichten. Allianz Oberkommando. Commander, wir haben die von Ihnen übermittelten Daten erhalten. Wenn das bekannt würde, wäre es dem Ruf von Cerberus bestimmt höchst abträglich. Es wird Jahre dauern, um das alles zu entschlüsseln, aber es ist großartig, dass es nun im Besitz der Allianz ist. Gut gemacht, Shepard. Viel Glück mit Ihrer Mission. Wunderbar. Hallo von den Reds. Shepard, ich hatte Familie auf einer der überfallenen Kolonien, habe meine Kontakte zu den Reds genutzt und einige sagten, sie könnten dir diese Nachricht zukommen lassen. Du hast sicherlich keine Verwendung für mich. Du hast so viel Zeit mit den verdammten Aliens verbracht und so getan, als hätte es deine Zeit bei den Gangs auf der Erde nie gegeben. Ich weiß, dass du nicht zufrieden warst, als wir uns vor ein paar Jahren auf der Citadel getroffen haben. Ach so, ja, richtig, die Reds. Aber es freut mich, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Hoffentlich findest du die Leute, die meine Familie auf Freedom's Progress verschleppt haben und trittst ihnen in ihren schuppigen Arsch. Es freut mich, dass ein Mensch diese Mistkerle zur Strecke bringt und dass du das sein wirst. Mach den Reds alle Ehre. Kümmern Sie sich um Garrus. Commander Shepard, mein Ehemann gehörte zu Garrus' Team. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen Garrus erzählt hat. Ich kenne selbst keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass mein Mann in einer Falle dieser verräterischen Gangs gestorben ist. Und ich weiß, dass Garrus sich die Schuld daran gibt. Für ihn war jeder Schuss auf seine Einheit ein persönlicher Fehler. Als er mir vom Tod meines Mannes berichtet hat, war mir klar, dass er sich für den Schuldigen hält. Mein Mann hätte das nie gewollt. Er war stolz auf seine Arbeit in Garrus' Einheit. Er nahm den Gangs Omega wieder ab. Er ist ehrenvoll im Kampf gefallen. Ich vermisse ihn und würde alles dafür geben, ihn zurückzuholen. Aber was auch geschehen ist, es war nicht Garrus' Schuld. Sie sind jetzt sein Commander. Sorgen Sie, falls möglich, dafür, dass er sich nicht länger selbst die Schuld gibt. Und erzählen Sie ihm bitte nichts von dieser Nachricht. Danke. Nala Butler. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt die persönlichen Nachrichten auch gelesen und dann denke ich, machen wir tatsächlich diese Said-Geschichte. Aber das machen wir, glaube ich, dann doch mal lieber in der nächsten Folge, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert. Okay, ihr Lieben, dann war das heute eher eine kurze Folge. Ich gehe jetzt ein bisschen ohne euch scannen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen dann. Ciao!